Und die Kampfrose ist weg. Und ist wieder da. Welch ein Spaß. Also bitte auf den Goldslime gehen, wenn es machbar ist. Oh, ein Blitzer von uns. Wow. Und ein Gigablitz. Wow. Mann! Nicht den Erzking! Jetzt macht er Allheiler. Alter. Also unsere einzige Chance ist eigentlich, dass der Eisdämon Goldslime angreift und dabei crittet, also ihn quasi one-hittet und Goldstreck und Kampfrose kein Leben zaubern können. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich warten, bis die keine MP mehr haben. Naja, also dass wir quasi nicht mehr heilen können. Ich stell die mal auf normal. Ja, jetzt gehen sie auf den Goldslime und machen einen Schaden. Das gibt's doch nicht. Ich weiß gerade gar nicht, ob die Erzking auch leben können. Weil wenn jetzt Eisdämon rausgehauen wird. Juhu! Dann haben wir keinen Heiler mehr. Ich stell die mal auf passiv. Okay, Erz kann mega leben, das ist gut. Ist immer gut, wenn man mindestens, also wenn quasi jedes Monster heilen und leben kann. Ach komm, dann geht eben wieder auf los, alle. Das ist nicht so gut. Wenn Godstrike es auch nochmal zweimal Höllendonner macht, dann ist Eisdämon schon wieder draußen. Ja, okay, der macht jetzt das intensiv. Wenigstens ist der als letztes dran. Aber ey, Eisdämon, bitte mach alle Heiler. Das hat er wenigstens noch überlebt. Wenn der jetzt Erzking mit Gigaheil heilt, dann. Okay. Eisdämon muss vierfach benutzen, dann wäre die Geschichte geritzt.
Emo-Style, aber... Der ist doch auf losgestellt, meine Güte. Gigawind, wow, das macht, wenn denn nur auf Godrek Schaden, aber da wahrscheinlich auch nicht. Naja. Das wird doch nicht so schwierig sein. Wenigstens ist wahrscheinlich der Goldslime bald weg. Ich frag mich gerade, woher Erzking, also Erzk eigentlich Schaden bekommen hat. Der muss viel Leben haben. Jetzt Mensch, Eisdämon, hau doch mal gescheit drauf. Mach doch einfach vierfach. Eine Mega-Explo. Wow. Und ein Blitzer, der nur auf Godrek geht. Ein Giga-Heil auf Los, alles klar. Na, ich hatte den ja auch eine Zeit lang auf Passiv. Hat sich vielleicht in sein Ding eingebrannt, in sein Wesen quasi. Aber jetzt heilst du Erz nicht, oder wie? Na, ich stell den zur Sicherheit mal auf Passiv. Ist das spannend? Und gleich ist Eisdämon weg, wenn er sich nicht heilt. Wow. Und der hat seine Intelligenz gemaxt, ja. Ich stell den mal auf normal. Vielleicht macht er dann ja ein Vierfacher, aber das bezweifle ich. Naja. Und der Goldslime heilt fröhlich vor sich hin. Es werde ab.
Das ist einfach heilen, wenn es nötig ist, und sonst ansonsten mit vierfach angreifen. Das ist doch nicht so schwierig. Aber wir dominieren den Kampf im Moment auf jeden Fall, finde ich. Vor allem da die Erzkings zum einen durch die hohe Verteidigung, aber auch vor allem durch die Resistenz gegen Zauber und so fast gar keinen Schaden nehmen. Kampfrose ist weg und der belebt sie wieder. Das gibt's doch nicht. Also ich denke, es wird, wenn wir es schaffen, dann durch die MP wahrscheinlich. Aber da bleibt natürlich auch zu hoffen, dass wir überhaupt genug MP haben. Der würde den One-Hitten bei vollem Leben. Was benutzt? Ach so, das ist er. Das ist Erz, okay, ja dann. Das ist gut. Ist das spannend. Und Goldslime ist weg. Wenn jetzt einer von den beiden anderen Monstern Mega-Leben benutzt, dann raste ich fast aus. Scheint aber nicht so zu sein. Okay, gut. Eisdämon, bitte auf die Kampfrose, weil die ist schnell weg. Und dann haben wir nur noch den Gottschreck. Und zu dritt müsste der eigentlich auch relativ schnell gehen. Wow. Die Kampfrose greift mal an. Und jetzt kontert sie wieder. Aber ich glaube, die haben jetzt keinen Heiler mehr. Das ist vortrefflich. Jetzt Eisdämon vierfach, bitte. Das würde so schnell gehen, wenn du das einfach einsetzen würdest. Gut. 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 Ich glaube, die Kampfrose ist gleich weg. Genau. Und jetzt nur noch den Gottschreck. Den Kampf schaffen wir. Vierfach! Na also! Jetzt auf einmal! Heil dich bitte.
Sehr gut. Und jetzt wieder in der Runde vierfach. Oder auch nicht. Na, vielleicht wieder heilen. Oder auch nicht. Das könnte eigentlich überleben. Oder auch nicht. Na, dann heilt, belebt den Erzking wieder. Du hast doch genug MP. Ach, Junge. Probieren wir es mal so. Ja, so macht er mehr Schaden. Haha, keine MP mehr. Oh, nein. Ja, aber der greift ja von selber so an. Dann passt es ja. Aber jetzt ist er gefährlicher eigentlich. Mega Leben. Ja, machen wir es so. Eisdämmer macht mehr Schaden. Und jetzt so. Und Eisdämon heilen. Sehr gut. Kannst du eigentlich auch heilen? Ja. Sehr schön. Na, es ist auch passiv noch. Aber Gotrek ist weg. Und wir haben den Monster Master besiegt. CE hat es geschafft! Eine neue Geschichte wurde jetzt und hier geschrieben. T, das ist unser stärkster Master. Applaus für T! Und auch für Monster Master. Ein würdiger Gegner. Ein guter Kampf. Monster Master besiegt! Großartig! Jetzt bist du der Stärkste! Warum versuchst du nicht alle Monster zu finden? Monster Master müsste wissen, wo, wie viele dir noch fehlen. Okay. Können wir zwar auch quasi in der Bibliothek nachschauen. Die eine Tusse sagt uns ja, wie viele wir noch brauchen. Moment mal. Der eine Typ da, hier, der sagt doch, vielleicht ist was anderes. Wow, du hast ihn besiegt. Das ist unglaublich. Ja. Total. Erzschleim will die eine Prinzessin haben. Dann gehen wir doch mal zum... Ich habe doch gerade schon gespeichert, gell? Zum Monster Master. Na? Ich habe nichts mehr zu sagen. Du hast vieles gelernt. Du und auch deine Monster. Was du noch machen kannst, sammle alle Monster ein. Das wird sehr schwierig. Insgesamt 215. Welch ein Spaß. Ich habe das nicht geschafft. So, Tee, was willst du heute von mir?